Bitte Nummer 4, Niklas Süle! Genau den gibt es an diesem Tag zum Anfassen. Niklas Süle steht beim Bayern-Fanclub Rollwagerl 93 bereit für Fotos und Autogramme und plaudert aus dem Nähkästchen. Stichwort Olympia 2016. Die Silbermedaille kennt eigentlich keiner mehr. Das haben, wie Sie schon gesagt haben, nicht so viele Fußballer. Und das war ein tolles Erlebnis für mich. Vor allem auch bei dem Olympischen Dorf, McDonalds und sonst war. Nicht da. Auch wagt Süle eine interessante Prognose über Bayern und seinen ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann. Hat ihn dann auch 2,5 Jahre als Profitrainer. Ich denke mal, dass es vielleicht nicht in naher Zukunft, aber irgendwann mal auch der Trainer von Bayern spielt. Wohlgemerkt irgendwann. Denn mit dem aktuellen Coach Hansi Flick scheint es, trotz der Niederlage gegen Leverkusen, wieder zu laufen. Was man aus der Mannschaft hört, macht er es überragend. Und ich kenne Hansi schon eine Weile. Ich weiß, wie er als Typ ist und wie er die Mannschaft erreichen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich ein gutes Gespann, was gerade bei uns arbeitet. Süle selbst ist aktuell noch länger zum Zuschauen verdammt. Mit einem Kreuzbandriss fällt er wohl bis zum Saisonende aus. Von meiner Seite und auch von der Seite der Ärzte ist es wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Gott sei Dank, weil die OP eine nicht so einfache war. Ich bin sehr, sehr froh, wie das der Herr Fink gemacht hat. Und denke auch, dass ich ein Stück weit vor dem Zeitplan liege. Für mich ist die EM ganz klar das Ziel und ich gehe momentan auch davon aus, dass ich das schaffen kann und schaffen werde und dafür arbeite ich jeden Tag. Auch wenn es dann im EM-Quartier wohl eher kein McDonald's geben dürfte.